Wie wird man sediert bei einer Haferpflanzung? Anders gesagt, wie wird man betäubt? Wir machen nur eine örtliche, lokale Betäubung. Noch einfacher gesagt, eine Betäubung wie beim Zahnarzt. Keine Vollnarkose. Eine Vollnarkose ist natürlich immer ein großes Risiko für die Gesundheit. Und man möchte auch miterleben, was passiert natürlich auch gerade. Deswegen, örtliche Betäubung bedeutet Ultracain oder Zilocain. Mit Spritzen wird man lokal sediert. Nichts Schlimmes dabei, also keine Sorge, wir haben auch Druckluftbetäubungen, die tun nicht so weh, wie man denkt.